Warum bist du so abweisend zu mir? Ich? Ja. Ich glaube, ich verstehe das jetzt. Ich habe euch verraten, weil ich studiere. Das habe ich nie gesagt. Aber ich habe es jetzt kapiert. Ich interessiere mich ja nur noch für meine Bücher und den Wettbewerb und den Dozenten. Ich habe vergessen, wo ich herkomme und ich habe auch keine Zeit mehr für euch. Meinst du das? Du redest doch nur... Gott, das ist echt so widerlich. Ich wider mich selbst total an. Ich trinke überteuerten Kaffee im Bankenviertel und werde voll zum Klischee. Nein, du redest einfach nur Quatsch. Ich sehe das doch. Ich sehe es in deinen Augen. Du hasst mich. Du kannst mich nicht mehr achten und ich verstehe dich. Nein, ich hasse dich überhaupt nicht. Aber wenn du mich lieben würdest, dann würdest du es mir ja einfach sagen. Natürlich lieben wir dich. Ja, die anderen, die haben noch ein bisschen Zuneigung für mich, für die, die ich mal war. Aber du kennst mich einfach zu gut und du siehst, dass ich mich verändert habe und deshalb liebst du mich nicht mehr. Das spüre ich. Nein, Mann, natürlich liebe ich dich. Ich habe dich doch schon immer geliebt. Was? Das war ein Kunstgriff. Die Antikatastase. Mit Ironie und Euphemismus eine Situation in diametraler Verkehrung zur realen Situation beschreiben. Ey, Alter, die hat dir voll Kunstgriff gemacht. Junge, deine Geburt war ein Kunstgriff, verpiss dich. Ey, das ist nicht dein Dach. Ja, Salome, drei ab. Ey, Märchen, entspann dich mal, Salome. Alles gut? Ich bin so aufgeregt. Ich habe das Gefühl, je besser ich vorbereitet bin, desto mehr Angst habe ich, dass ich das nicht abrufen kann. Ich hatte eigentlich gehofft, dass mir das erspart bleibt, aber ich habe ein todsicheres Mittel, das mir vor großen Prozessen immer geholfen hat. Ja, und das wäre? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen meine absolute Geheimwaffe auch noch verraten soll. Doch, klar. Bitte. Tanzen. Bitte was, bitte? Tanzen. Sie tanzen vor Gerichtstermin. Hab ich zumindest mal. Lachen Sie nicht. Damit können Sie die Welt aus den Angeln heben. Also erzählen Sie es bitte nicht weiter. Kommen Sie, machen Sie mit. Das schüttelt die Nervosität aus Ihnen raus. Feel is their appointed duty. They keep trying to tell me, yeah. All you want to do is use me. Sie sind zu spät. In meinem Kulturkreis bedeutet Pünktlichkeit noch etwas. Nun gut. Entschuldigung. Ist das ein Befehl? Ich entschuldige mich. Man kann sich nicht selbst entschuldigen. Sie können nur darum bitten. Wissen Sie das nicht? Diesmal ist es wirklich ernst. Hältst dich nicht an den Lehrplan? Demütigst Studierende? Ja, hör auf zu grinsen. Der Disziplinarausschuss. Du bist vorgeladen. Die kleine Araberin, die du unter Beschuss genommen hast. Du wirst sie auf den Debattierwettbewerb vorbereiten. Gibt es nicht irgendeinen anderen Randgruppenstudenten? Ein ganz fleißiger Chinese zum Beispiel. Warum wollen Sie mir helfen? Ich verstehe es nicht. Die wichtigste Fähigkeit in Ihrem Leben wird es sein, andere zu überzeugen. Recht bekommen. Wissen Sie was? Ich mag Sie nicht. Sagen Sie nicht, ich mag Sie nicht. Das hat keine Schlagkraft. Sagen Sie, Sie haben nichts an sich, was man mögen könnte. Da stehe ich nun, ich armer Tor. Lauter! Wollen Sie irgendwie lustig sein? Ja. Dann lassen Sie das in Zukunft. Ich will aber nicht ohne Humor. Na gut, aber Sie sind kontra. Du machst es doch nicht für ihn. Du machst es für dich. Du gehst nicht mehr zur Arbeit, du hilfst uns auch sonst nichts. Und jetzt bedrohst du jemanden mit einem Schlagring? Dein tolles Studium, ne? Da denkst du, es ist was Besseres. Aber ändern wirst du eh nichts damit. Mann! Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage. Die ganze Wahrheit. Auch wenn ich lügen werde wie getrocknet. Just keep on using me. Die Übung ist folgende. Sie sind Dietmar Bohlen. Dieter. Richtig, Dieter. Ich bin sicher nicht Dieter Bohlen. Doch, das sind die Spielregeln und ich darf das bestimmen. Dann sind Sie Bushido. Was ist ein Bushido?